Im ersten Teil haben sie die Familie und ihre Hunde schon kennengelernt. Sammy und Nyla sind Diabeteswarnhunde. Die 10-jährige Annie leidet seit ihrem 4. Lebensjahr an Diabetes. Sammy ist bereits ausgebildet und warnt Annie, sobald sie eine Veränderung des Körpergeruchs bemerkt. Vor allem nachts, denn im Schlaf kann Diabetes für Annie gefährlich werden. Wie Nyla dazu ausgebildet wird, sehen Sie hier. Seit einigen Monaten ist die Retrieverhündin Teil der Familie und stolzes Mitglied im Welpenclub. Sie soll wie Sammy zum Diabeteswarnhund ausgebildet werden. Wenn Annie später auszieht, soll Nyla sie begleiten. Also ein Hund wird nicht einfach zum Diabeteswarnhund, sondern ein Hund kann man zum Diabeteswarnhund trainieren. Aber nur, wenn er auch ein Anzeigeverhalten hat. Nyla ist dafür geeignet und ein Trainer zeigt der Familie regelmäßig, wie sie ihren Hund trainieren können und auf was sie dabei achten müssen. Um Nyla dazu zu bringen, bei einer Unterzuckerung anzuschlagen, übt Annie mit Geruchsproben. Dafür reibt sie sich mit einer Kompresse über die Haut, wenn ihr Blutzucker niedrig ist. Diese Kompressen nehmen den Geruch an und Annie kann sie dann zu Trainingszwecken nutzen. Das alltägliche Training findet so statt. Anfangs, als sie zu uns kam, sehr kurz. Nur mit Geruchsproben haben wir trainiert. Zweimal für 2-3 Minuten am Tag, damit der Hund nicht überfordert ist. Und mittlerweile ist sie 9 Monate alt. Sie ist schon so weit, dass wir jetzt verschiedene Handlungsketten aneinander bauen können, dass sie die Blutzuckertasche bringt, dass sie den Notfallgong drückt, dass sie Pfote auflegt oder Annie stupst. Je öfter Nyla übt, desto zuverlässiger wird sie in Zukunft Annies Unterzucker melden. Nur zu lang sein dürfen die Trainingseinheiten nicht. Mit ihren beiden Hunden Sammy und Nyla fühlt sich Annie in ihrem Alltag sicher und kann so alles machen, was gesunde Kinder auch machen können. Denn die beiden weichen nicht von ihrer Seite.